Und damit herzlich willkommen zurück zu Rail Goo. Wie ihr diese Folge seht, habt ihr jetzt mitbekommen, die letzte Mal Folgen, ich habe sie nicht geschnitten, wissen sie, nicht halbiert, weil ich mir so denke, ach, scheiß drauf. Sagen wir so, ich mach's ab 50 Minuten, ne? Hab ich damals bei Command & Conquer 3 ja auch gemacht, also wenn die eine Mission da, die 50 Minuten lang ging, einmal... Also bei Kains Rache, die... wo wir da am Strand waren. Dr. Gero da kidnappen sollten. War die Mission auch immer 50 Minuten lang. Da habe ich sie... Also bei dem Mod und beim Original habe ich sie dann geschnitten gehabt. Aber gut, ich würde mal sagen... Mission, die Barrikade. Fangen wir an. Vollste Goom-Mission, würde ich... Also von den Goos. Die Beta verfügen über eine Maschine, die Schlüssellöcher beeinflussen kann. Sie wurde aus dunklem Raum ins Ökosystem 9 freigesetzt. Diese Durchlassvorrichtung ist in der Nähe ihrer Hauptsiedlung, wo sie ein Raumschiff namens Zuma konstruiert haben. Wir benötigen Zugriff. Also, wir haben inzwischen alle Streitkräfte an Zagas Burgfried und der Zuma. Meine Angreifer werden die Barrikade halten. Alles Katalyst muss geschützt werden, während die Menschen... Specialist Auric und ich werden mit Saruk zur Zuma gehen. Wir werden ihre Flugtechnik analysieren und unsere Optionen abwägen. Wie lautet der Status von Kobalt und Mom? Moms Kern ist intakt und wiederherstellbar. Kobalt bringt sie gerade zurück. Wir sehen uns auf der Zuma. Ich weiß noch immer nicht, was das tut. Sie glauben, wir haben den Katalystvorrat der Zuma im Visier. So ist es. Aber zuerst müssen wir die Barrikade überwinden. Müssen wir das? Okay. Ja, deswegen heißt die Mission wahrscheinlich auch die Barrikade. Haha. Na dann. Schlachtfeld betreten. Laute Musik. Die Barrikade ist sowohl... Was? Die Barrikade ist sowohl natürliche Felsformation als auch massives Bollwerk. An ihrer Rückseite befindet sich der einzige Zugang zu Sagas Burgfried, der Hauptstadt der Betas. Der Beta, nicht der Betas. Und der Zuma, ihrem großen Schiff. Die Zuma verfügen über eine Durchlassvorrichtung in der Nähe, mit dem sich Schlüssellöcher öffnen lassen. Unser Ziel liegt jenseits der Barrikade. Wir müssen uns durchkämpfen. Diese Beta sind sehr wehrhaft und sehr gut geführt. Zugang zur Durchlassvorrichtung erforderlich. Die Stille nimmt zu. Und auch wir sollten wachsen. Das Gu wurde gesichtet. Feuerbefehl ist autorisiert. Das Monster darf nicht an uns vorbei. Okay. Was macht die Mutterkuh? Geh mal da hin. Oder so. Keine Ahnung. Oh. Komm mal mit. So. Oder ich die hier oben? Nee, ich will das den Punkt hier haben. Definitiv. Und du holst dir die. Ja. Ja, komm, greif an. Dankeschön. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Okay, zwei kommen mal mit. Oh, die können ja... Stimmt. Die können ja auf Berge. Das habe ich ganz vergessen. Mal dahin. Ach. Okay, die habe ich nicht gesehen. Okay, du gehst mal dahin. Du. Keine Ahnung, dahin. Und du. Da rein. Und du patrouillierst mal bitte zwischen dem Punkt und dem Punkt. Dankeschön. Sehr freundlich. Ja, die werden jetzt abgeschossen immer wieder. So, jetzt die Frage mal. Hol ich mir Tech-Upgrades? Er muss ich jetzt eins. Getat-Einheiten sind jetzt für mich nicht so wichtig. Hm.
Tempest versucht nur noch Schaden über Zeit. Das ist jetzt auch nicht so. Kann. Auch als Artilleriewaffe, das wäre doch ganz nützlich, oder? Machen wir das doch mal. Und auf jeden Fall, das da. Und wie ich denn. Machen wir das. Machen wir einfach mal. So, ich will hier bitte eine große Amöbe dann gleich haben. Ja, okay, ist dort. Oder? Na komm. Machen wir es mal so noch ein Mutagu. So, und ihr kommt mal hier lang. Die sind echt lahmarschig, muss man sagen. Ich glaube, die Barrikade wird dann hier irgendwo. Ja. Das hier sein. Eieieiei. Dafür brauche ich auf jeden Fall die Ressourcen. Geh mal dahin. So, okay. Ja. Gut. Ist die Frage, können sie dann wirklich auch Bodeneinheiten angreifen? Also, wenn es als Artillerie gilt. Wäre schon irgendwie ganz cool. Ja, oh Gott. Ja, dann dahin, dahin. So. Schön, dass das mal rumgehört. So, jetzt dahin. So und so. Sehr schön. Eine Minute werde ich es wissen. Du kannst das bitte. Dankeschön. Hier nach vorne. Dankeschön. Und du kannst dich aufteilen und hier nach rechts gehen. Ich denke. Ja, Bodeneinheiten werden nur von hier aus kommen können. Lufteinheiten werden, ja, nur von dort. Du versteck dich mal da. Du kannst dich, ja, kannst weiter da oben bleiben. Mach ich mal doch ein paar mehr Tempester. Du gehst dann wieder einer dahin. So. Du. Einfach da oben hin. Sollte eigentlich von der Luftverteidigung in Ordnung sein. So, Tempest. Das will ich mal wirklich wissen. Können die. Die können dann wirklich Boden angreifen. Greif mal an. Ich will wissen, was für ein Reichweite die haben. Akzeptabel. Nicht ausreichend gut, aber es ist. Ist jetzt gar nichts. Ah. Okay, außer es passiert sowas seitdem. Gut, dann machen wir noch mal ein paar mehr zur Luftverteidigung. Ja, ja, war klar. Ja. So. Hey, bleib doch hier. So. Bisschen zurück. Oh, ich habe gerade gesehen, dass ich Protoreiniger machen kann. Eine Zwischenform aus Mutagu und Reiniger, unbewaffnet und anfällig für Angriffe. Zufall von Amöben oder Mutagus verringert die Bauzeit. Okay. Was macht denn der, oder? Ich
muss die definitiv aufteilen, dass die nicht so anfällig sind. Ja, du teile ich mal auf und geh mal da oben hin. Jetzt sieht der ganze Zeit hier so hin und her. Ja. Ja, machen wir so. Machen wir einfach mal so viele wie möglich. Ja, jetzt wurdest du entdeckt. Gut, dann komm nur mal vorne. Nein, dich behalte ich. Welcher bist du denn? Du bist da oben links. Okay. Ich brauche Einheiten. Ich brauche. Ich bin mir nicht so wohl, wenn ich den da oben benutze dafür. Wo der bald fertig ist. Ach komm, mach ich einfach. Der wird schon nicht so. Keine Ahnung, auf untergehen oder so. Hä? Kann ich das denn nicht? Seltsam. Ist doch voll. Ah, dem nicht. Braucht definitiv ein paar Kraken. Feind gesichtet. So. Nicht reden, Soldat. Schießen. Alle hier hin. So. Sehr schön. Da ist er. Komm mal hier. Einfach dahin. Hast du genug Sichtweite. Dass ich mal meinen Kraken angreifen kann. Ihr braucht eh ein halbes Jahrhundert. Kann ich den Protoreiniger denn nicht bauen? Ach so, da sind die. War nicht immer so lahmarschig? Okay, wo kommen die denn her? Jetzt kann. Okay. Rein da. Rauf hier. Und der rauf hier. So. Ne, ich brauche mehr Bodeneinheiten. Lass uns da rein. So. Ja, mach mal. Gott, da brauche ich ein halbes Jahrhundert. Da steht auch keiner. Okay. Steht noch nicht, wie lange der braucht. Okay, die treffen nicht mal. Ich treffe nicht mal auf und zu. Müssten, glaube ich, alle gleichzeitig schießen. Ja, und erst nur, wenn alle gleichzeitig schießen.
Alter. Okay. Okay. Machen wir das. So. Bitte nicht zu nah vorne, dankeschön. Sehr freundlich. So. Na, die sterben jetzt gleich. Ja, das ist laut. Oh, der stirbt gleich. Ach, das mit den... Ah, mit den Ausrufezeichen ist das dass die getriggert werden von denen. Ach, dass die auf nichts anderes dran gehen. So, rein. Ja. Okay, das ist Einheitenlimit. Das Gu hat die erste Mauer durchbrochen. Ja, jetzt auch nicht so schwer. Bauen Sie den Reiniger, ja. Wir sehen uns einen hohen Maß an Vollkraft gegenüber. Ein Bau des Reinigers wird uns erlauben, die mächtige Beta-Defensive einfach zu durchdringen. Ja, wir zerstören hier einfach alles. Machen wir schon. Und rein da. Los. Ich glaube, so ein volles Mutterkuh wäre irgendwie effektiver. Also so ein volleres. Deswegen gucken wir mal, bevor das jetzt wird. Naja. Nicht so berauschend, wie ich es mir erhofft habe. Ist ja gar keine Defensive drauf. Alles klar. Auch noch mal ein paar mehr von denen, oder? Mal. Noch kurz warten. Lufttech und Tarntech. Oh, machen wir lieber das. Ist doch eigentlich vollkommen egal. Wollte nur gucken, was es da noch alles gibt. Oh, ich hätte auch anders gucken können. Ich bin doof. Naja. So. So. Ach, da unten. Verdammt. Ist nur so wenige? Das ist irgendwie mehr, die ich auswählen kann. Naja. Ist eigentlich auch. Ist auch nicht gerade wenig. Der Bruttoreiniger. Der bräuchte ewig. Oder er muss der ganze Zeit auf so einer Quelle sitzen. Damit der dem auch die ganze Zeit dieses. Ja, sich da weiter schnabulieren kann. Ah. Ich will nicht machen sollen, dass die Luft dann in den Griff kommt. Na egal. So. So. Nein. Kommst hier. Irgendwas auf mein Haar, auf mein Haar krabbeln fühlen, ja. Auf meinen Arm krabbeln fühlen, aber es waren nur meine Haare. Oh Gott. Scheiß Luftzug manchmal. Protoraniger ist fast fertig. Nur noch fast. Ach, nervt mich doch nicht, ihr scheiß Flugeinheit, ne? Seid ultra nervig.
Machen wir zweimal darauf. Und zwei hierauf. Oh, dann machen wir nochmal, zwei darauf. Dann noch zwei weiter darauf. Und noch zwei darauf. Und zwei darauf. So. W und W. W und W. So. Die beiden da unten und die beiden da oben. Ja, durch die da oben sollte ich so ein bisschen mehr Ruhe haben, hoffentlich. Hoffentlich, darauf liegt die Betonung. Okay. Fast fertig. Rein da. Reiniger online. Berechnete Erfolgschancen erhöhen sich um 40%. Will mal hin. HOE-Schadensverwendung. Was? Alter. Okay, das ist ja mal massiv. Der Reiniger. Epic. Ja, epische Gurenheit. Setzt lange. Was? Setzt lange Anhängsel ein, um Ziele in Reichweite zu zerstören. Verzerrt feindliche Objekte. Erhöhte Wachstumrate vom Namen Gu. Okay. Besitzt auch die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Also. Mutter-Gu in der Nähe würde schneller wachsen, aber naja, ich bin derzeit am Einheitenlimit. Also von daher ist das so relativ irrelevant. Ich teile mal die ganz am Rand noch etwa eins auf. Dass wir noch so ein bisschen mehr Sichtweite haben. Lol. Ja gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. 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 Dahin. Riesenvieh, ey. Diese drei Tentakel, die da rauskommen. Alter. Ey. Komm mal zurück. Ist nicht nett. Ah, gucken wir uns mal den Angriff an. Okay, Hentai lässt grüßen. Definitiv. Aber sowas von. Oh, ne, kann er einfach von hier oben dann auch ange. Nein, es ist. Ah, es ist schon dezent mies. Ah. Okay. Geht ihr mal nach oben hin. Ihr dürft auch angreifen. So. Na dann zerstör mal. Diese Mauern bemannen, die Felslinie im Auge behalten und die Hände von Rook mobilisieren. Und zwar alle! Wir empfangen zwei größere feindliche Signaturen. Okay. Wenn du das so empfängst, dann ist das ja. Ja, wahrscheinlich die. Ja, Hände von Rook. Was? Ach, epische Einheit. Was war das denn jetzt gerade? Ah. Ja, gut, zerstört. Durchdringung 10. Ja. Da ohne 10er Rüstung. Nicht schlecht. Ich will jetzt mal nah ran. Mal gucken, was, wie viel Schaden das macht und wie schnell. Ja, zerstör mal die Basis dort. Na, kannst du einfach rüberspülen oder. Ja, kannst du. Ja, ich will die eigentlich die Mauer auswählen, aber. Wird auch ganz halt mit zerstört, ne? Ja. Tatsächlich. Das ist krass. Ja, ich habe meine ganze Einheit verloren. So. So.
Ich brauche noch. Ja, Anti-Lufteinheit. Anti-Luftabwehr. QR. 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 Wie gesagt, das wäre irgendwie schön, wenn man. Ach. Wie oft soll ich es noch sagen? Tastenkürzel für alle Kampfeinheiten. Oder irgendwie so. 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 Cool. Machst du mal Steuerung 2. Mal gucken uns mal da oben um. Was ist denn hier noch so Feines? Der hält Unmengen aus. Was machst du denn hier, Wolkensucher? Außer versuchen zu sterben. Ah. Nö. Ich zerstöre das hier erstmal. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Ja, okay, die da oben sind zerstört worden. War mir irgendwie klar, dass die so mit der Zeit zerstört werden. Auf da. So. Und alle dahin. So, du bitte einmal teilen. Und da unten rauf. Obwohl ich. Dahin. Und dahin. Das will ich auch noch. Das. Die kann auch vom Bodeneinheiten angegriffen werden. Interessant. Ja, dann kein Wunder. Jetzt weiß ich auch, warum die zerstört wurden. Aber das Schöne ist, die kann halt dem nicht in der Nähe angreifen. Ja, so. Alter. Die können nicht von ganz nah angreifen. Gott, das war so dämlich von euch. Seid viel zu wenig jetzt. Viel zu wenig. Gott. Jetzt merke ich echt, wie krass die Scheiße ist. Ah, geh mal weg. Ich glaube, du willst. Interessant. Dass die. Dass die Hand auf die geschossen hat. Ja, die sind jetzt so. Ja. So. Mach mal happy happy. Ja, übrigens du. Mach du mal hier oben irgendwie happy happy. So. Mir ran. Das kannst du auch angreifen. Auch. Könnte jetzt dezente Probleme kriegen. Komm. Hier. Nach vorne. Jetzt müsst ihr mal angreifen. Wir sollten erst überleben. Auch wenn es weh tut. Aber dadurch, dass die ja halt im Nahkampf sind, sollte die Hand keine wirklichen Probleme machen. Wie auch immer der noch treffen kommt. Wo kommen die denn her? Ah, das ist die zweite Hand von Ruck, die angreift. Oh Gott. Oh Gott, das sind dezente Probleme, die ich habe. Ah, wirklich dezente Probleme. Am dämlichsten. Ja.
komm mal zurück. Und komm mal hier ein bisschen nach oben. Was sind diese scheiß ich glaube, mit denen habe ich ein paar Probleme jetzt. Aber nur ein paar. Bin ich hier gerne mal. Ja. Ich wüsste mal gerne, wo die andere Einheit ist. Ehrlich sein muss, die Hand von Ruck, die bisher am besten gefällt. Weil du kannst sie noch individuell bemannen und auch noch gleichzeitig Einheiten weiter ausbilden. Das ist gerade irgendwie ganz schön still. Was gefällt mir? Null. Aua. Was bist du denn? Ist nirgendwo. Ist nirgendwo, wo ich dich gerade sehe. Das ist mein Problem. Wenn ich kein Muttergut mehr habe, habe ich auch Arschkarte. Guck mal. Euch. Verdammt! Oh, das sind jetzt auch beide Hand auf Fuchs. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Näher, 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 näher. Verdammt. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie sind. Und zwar da unten. Und ihr beide könnt euch noch. Ja. Beide Hand auf Fuchs sollte ich vielleicht hoffentlich noch schaffen. Hoffentlich. Vor allem, wenn ich nah genug rankomme, dann sollte ich es schaffen. Aber allerdings muss ich die erstmal, ja. Jetzt finden. So, schlürf, schlürf, schlürf. Es gefällt mir nicht, dass halt keine Musik jetzt mehr da ist. Ist zu still. War nur gerade noch hier. Wo sind die jetzt hin? Das hat mich, die sind hier zu dem unterwegs. Das wäre absolut scheiße. So. Ich brauche mal euch. Geht mal dahin. Ich wollte gerade sagen, oh cool, die sind da getan, aber naja, was bringt mir das? Nichts, genau. Die Hand von Ruß können ja enttarnen. Wo sind die hin? Wo sind die? Hallo? Das ist nicht sehr nett, dass ihr euch versteckt. Ach da. Na dann. Einmal hier hin. Greif mal an. So, wenn ich nur noch nah genug rankomme, kann ich beide töten. Ja, kannst nicht mehr angreifen, hast du Arschkarte. Selber schuld. Sehr schön, die erste Schrott. Und die zweite kann jetzt auch nicht mehr abhauen. Hat der Grat ist alles aufgegessen? Na gut. Sehr schön. Aufteilen. Zack. Aufteilen. Ich muss mir wieder alles schnabulieren. Hör auf, mich anzugreifen. Dankeschön. Versuchst du gerade hier abzuhauen? Bringt nichts. Ich will dir nur auswählen, danke. Wir haben ihre schweren Dankeschön. Geschütze zerstört. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hör auf. Hör auf, mich an Dorn anzugreifen. Das ist nicht nett. Überhaupt nicht. Dankeschön. Ach. Aber dann haben wir es jetzt geschafft. So, immerhin etwas. Du komm mal her. Und. Nein, du, da unten hin. Und ihr beiden, da oben hin.
Ich sag, du sollst aufhören. Du bist Stalker, ey. Tun schon mit der Zeit weh. So ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Und noch einer. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Noch ein. Dort hin. Der nächste. Ich mach hier da noch eins hin und dann da eins hin und dann. Ja. Kostet das Muttergeburt Einheitenplätze? Bei 6. Nö. Kein bisschen. Kein bisschen. Cool. Und dann noch das hier oben. Ja. Sehr schön. 1, 2, 3. Ja, 10 Stück wahrscheinlich. Man kann die nicht irgendwie so auswählen, oder? Shift 1, Shift 2. Nee. Ach, Alt-Q. Okay, Q wert. Ja. I, O, P, Ü und Plus. Bei uns auf der deutschen Tastatur zumindest. Ah. Ja, gut. Dann machen wir jetzt den Zerstörungsfeldzug weiter. Und wir machen ganz viele von euch. Ich könnte mal eigentlich die großen Amöben nur einfach hier hinschicken. Und dann alle gleichzeitig entwickeln. Ja, passiert. Ich sehe, dass hier angegriffen wird. Ist jetzt nicht so wild. Ich will einfach nur den Turm hier. Da gehe ich ganz schön runter. Ist einfach nur krass. Aber gegen Lufteinheiten kann der sich nicht verteidigen. Nicht so wie der Alpha oder der Rand von Ruck kann sich auch gegen. Ja, kann sich auch gegen Luft verteidigen. Auch wenn wir bei den Alpha. Bei dem Alpha das nicht gesehen haben. So. Zack. Zack. Ach, da kommt... Hey! Dran zu greifen. Ist überhaupt nicht nett. Überhaupt nicht. Und du kommst bitte dahin. Ich will diese Flugeinheiten oben loswerden. Dankeschön. Ich könnte mir theoretisch noch einen zweiten machen. Ah. Hm. Mache ich mir noch einen zweiten? Mal warum nicht? Könnte man ja machen. Wär das vielleicht effektiver, wenn ich einfach. Ja, komm, ich geh einfach da rauf und dann. Sollte das auch irgendwann sterben. In der kürzester Zeit. In einer sehr, sehr kurzer Zeit. Ja. Und zieht alles Mögliche hinter sich her. Ja, genauso wie hier. Ich meine, einfach nur da. Das ist. Also von Nahkampfangriff und Fernangriff ist das, glaube ich, ungeschlagen. Ich meine, er kann die ganze Zeit, macht Schaden um sich herum. Und dem gesagt, von der Ferne her. Schon krass. So. Dann mal bitte ihr. Und du bist. Nee, ich will lieber jemanden da oben haben. Aber ihr seid beide Quatsch. Du bist auch hier ganz unten. Ach komm. Na dann. Immer die. Yep. Yep. Achso, kann ich mehr. Die sind ja auch begrenzt hier. Plätze. Ganz vergessen. Es tut mir leid. Sollte nicht. Wollte eigentlich nicht, dass alle da reingehen, aber okay. Na,
Oh, hast du fein zerstört. Hör auf, mich anzugreifen. Dieses Hentai-Monster ist voll krass. Dass der nicht einfach so rauf kann, das ist krass. Wundert mich. Und die wollen immer zurück, oder? Naja. Irgendwie so. Wieder da rein. Wieder da rein. Einfach wachsen. Wachsen und gedeihen. So. So. Je schneller es geht, desto besser ist es. Einfach mal nach oben angreifen. Der ist jetzt hier rüber gegangen, oder? Oh. Aber wie krass die mit den Mauern hier sind. War ich nicht mal so annähernd. Aber auch nur, weil ich zu voll war, Mauern zu bauen. Okay, rein. Komm, einfach. Einfach alle da rein. Außer der da. Der baut neue, um bei dem wieder zu den Plätzen zu gehen, um abzuernten. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So höher die mit mehr Leben rein zu. Keine Ahnung. Komm, greif mal mit an. Tschu. Und geh mal nach da oben. Oder glibbere da oben hin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das die korrekte Bezeichnung bei den Dingern ist. Absolut nicht. So. Glibber. Sichern Sie Weg voraus, indem Sie Beta-Stützung zerstören. Ja, machen wir schon. Indem du einfach hier durchglibberst. So. Bald kann ich den nächsten machen. Auch wenn es irgendwie Verschwendung war, aber naja, scheiß drauf. Scheiße drauf, ich will die Mission irgendwann hinter mir haben. Das ist mit den die Kuh-Missionen sind echt verdammt lange. Ach ja, was ich mich auch gewundert habe, Netz. Das Kuh will ja eigentlich nicht wirklich die Menschen und die Beta auslöschen, sondern hat eben ja irgendwas gegen das Schweigen machen. Und es hat Kommunikationsanlagen übernommen. Und damit hat er den Weltraum gescannt. Warum haben die nicht irgendwie versucht, so irgendwie Kontakt aufzunehmen, irgendwie zu sagen, was die machen wollen oder so? Keine Ahnung. Wäre ja schon irgendwie besser. Aber nein, es muss lieber alles zerstört werden und so. Ach, keine Ahnung. Ich denke, ich auch einfach zu unplotmäßig. Oh, bald fertig, der Protoreiniger. Der nächste. Ja, die sind doppelt zerstört. So. Hallo, Brotreiniger. Oh, doch noch nicht. Jetzt. Ne, jetzt. Erst wenn die drei Arme rausgewachsen sind. Eigentlich auch, wenn der. Bevor der da ist. Habe ich die schon längst besiegt hier. Naja. Und zack. Und zack. Ja. Ich glaube, das müsste. Ach du Scheiße. Okay. Das ist kein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Kann sein, dass er. Ja, dass der jetzt stirbt. Alter. Die Barrikade ist gefallen. Ja. Jetzt ist es an Ihnen, Saruk. Der Weg ist frei. Wir können die Durchlassvorrichtung erreichen. Die Beta und die Menschen erwarten uns bereits. Okay.
Gut, dass man nur die Basis zerstören muss und nicht noch alle irgendwie Einheiten. Okay, was auch immer das jetzt nochmal war. Aber das ist... Oh. Ach, meine Herd gegen Dreck gekämpft. Gegen Barker, Loschak und Onwe. Oder irgendwie so. Aber gut. Ja, wieder... Jetzt schon wieder 5... Das ist... Ja, krass. Naja. Dauer genau 42 Minuten. Ich bin gut. Ja. Aber gut, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der letzten Mission. In der letzten Gummission in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.